Hello again. Sorry, da sind wir wieder, dass wir uns eine Woche mit wenig bis gar keinem Content gemeldet haben. Und das ist, weil wir uns schon auf Set 5 vorbereitet haben. Und heute startet der PBE. Und dann wollte ich direkt ein Video aufnehmen dazu und genau euch mit reinnehmen, was in 2 Wochen, 28. glaube ich, genau in 2 Wochen, dann in Set 5 auf euch zukommt und euch da schon mal mit in ein paar Gameplays mit reinnehmen, damit ihr dann gleich durchstarten könnt, wenn Set 5 dann rauskommt. Und deswegen bin ich hier auf meinem PBE und genau, nehme euch direkt mal in das erste Game mit rein. Es gibt so viele Änderungen und ich versuche einfach mal ein bisschen was euch zu erzählen, was sich so geändert hat, beziehungsweise was ihr wissen müsst. Erste Änderung, wirklich richtig gut, und deswegen ist das Video, obwohl es ein Full Gameplay ist, auch nur 30 Minuten lang. Es haben sich die Timer geändert. Es ist alles ein bisschen schneller und kürzer geworden. Bei den Neutral Rounds, hier haben wir gerade schon gesehen, es ging sofort los. Beim Karussell hat man es eben auch schon kurz gesehen. Und die Zeiten haben sich extrem verkürzt. Also ihr müsst jetzt ein bisschen schneller denken und ein bisschen schneller umbauen. Das ist auf jeden Fall die erste große Änderung. Ein bisschen schade hier auf dem PBE, habe ich dann erst festgestellt. Ich hoffe, sie bugfixen es noch. Man kann zwar die ganzen Fähigkeiten der Charaktere sich angucken, aber leider nicht die Traits auf der linken Seite. Und ja. Das ist ein bisschen schade, dass wir hier noch nichts zu den ganzen Traits sagen können, beziehungsweise nichts darüber lesen können. Aber ist nicht so schlimm. Ich werde euch das dann so gut ich kann mitteilen und euch auch ein bisschen was zu dem Thema dann erklären. Genau, also es gibt auf jeden Fall komplett neue Champions. Es gibt komplett neue Mechanics und Comps, und es gibt auch noch mal neue Items, auch neben den ganzen neuen Spatulas, die es ja sowieso immer gibt, weil es ja neue Team-Comps gibt, gibt es jetzt hier auch noch andere Items, das sogenannten Shadow-Items. Und es gibt quasi doppelt so viele Items wie vorher. Also es gibt jedes Item als normale Version, und da ist es auch so, wie ihr es kennt, außer ein paar Items sind überarbeitet worden, da kommen wir aber später noch drauf. Und ansonsten gibt es auch dann eben die dunkle Seite der Items, die immer mit einem positiven und einem negativen Effekt ausgestattet sind. Der positive Effekt ist stärker als das normale Item. Nehmen wir zum Beispiel mal GA. Da ist der positive Effekt, dass ihr nicht mit 400 Leben wiederbelebt werdet, sondern eben mit 100% Life. Und genau, dann gibt es immer noch eben einen negativen Effekt. Frozen Heart ist zum Beispiel, ihr slowt auch eure eigenen Units. Shroud ist, ihr shroudet euer eigenes Team auf der Seite, wo ihr es aufstellt, und so weiter und so fort. Aber dazu später mehr, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Genau. Dann springen wir mal rein ins Gameplay. Ich habe jetzt hier den ersten Trade, den ich aufgemacht habe, nennt sich Abscheulichkeit. Ist mega cool. Ihr seht dieses kleine Grab hier auf der linken Seite auf meinem Spielfeld. Das ist Sions Grab und Sion kommt da raus. Genau, jetzt gehen wir noch ganz kurz auf die Mechanik ein, dass wir Items picken können. Also in den Zwischenrunden, also es gibt immer so Zwischenrunden, wo ihr Items picken könnt. Da habt ihr immer zwei oder drei zur Auswahl und die könnt ihr dann eben picken. Und sowas wie ein Random Karussell immer so zwischendrin. Genau. Und da haben wir auch schon das erste Schatten-Item. Zu den Schatten-Items müsst ihr wissen, ihr habt immer die normalen Komponenten, wie jetzt meine drei hier unten. Das ist eine Tier, ein Schwert und ein Belt. Und ich habe ein Shadow-Item. Wenn ihr jetzt ein Shadow Component, also mein Bow jetzt, mit der Tier kombinieren würdet, dann würdet ihr ein Upgraded Static Shift kriegen. Und dann wäre das quasi so, dass ihr das Item als Shadow Item hättet. Also ihr braucht nicht beide Components als Shadow Item, es reicht eins, dass ihr das Shadow Item createt.
Genau. Und da gehen wir dann drauf ein, wenn wir gleich die Items bauen. Genau, hier sehen wir es jetzt dann. Sion kommt raus, hat die Items, die die Champions haben. Also ihr habt es ganz am Anfang gesehen, die Tier ist quasi in dieses Sion Grab reingegangen und das ist mega coole Mechanik. Und dann ist es so, dass Sion mit diesen Items dann wiederbelebt wird. Das ist mega cool. Genau. Also Items, Shadow Items, wie gesagt, gehen wir weiter darauf ein. Und jetzt gucken wir mal auf die Traits, die ich habe. Ich habe jetzt hier noch also Abscheulichkeit und Cavalier reingepackt, weil wir die gerade haben. Und ich habe mega viele Schlitzohr. Nennt sich dann Hellion, erkläre ich gleich auch noch. Ist auch so eine ähnliche Mechanik wie mit Sion. Da sehen wir nochmal wieder die Tier ins Grab reinschießen. Genau. Und wir haben mega viele Kalistas und Hellion bzw. Schlitzohr-Items. Deswegen habe ich mich jetzt hier dafür entschieden, auch tatsächlich den Build für den Reroll-Build zu gehen. Es gibt neue Reroll-Builds. Mega spannend. Ich mag Reroll ja eigentlich ganz gerne. Beziehungsweise Hyperroll. Und ja, wir haben es einfach mal getestet und schauen mal, wie es so gelaufen ist. Genau, erstes Karussell. Das sind Normal Items. Seht ihr immer, da ist so ein, ja, so ein Glow drum, wenn so ein Glimmen, wenn es Shadow Items sind, so etwas grünlich schimmernd. Und das hier sind normale Items. Es gibt dann auch Karussells, wo Shadow Items kommen, kommen wir dann später dazu. Ich pick jetzt hier einfach mal das zweite Sword, weil Kalista mit einem Deathblade relativ OP ist, early auch. Und deswegen das zweite Sword hier mitgenommen und genau. Hier haben wir weiter Schlitzohr Units. Noch ein Brand. Ich denke, dass wir jetzt hier den Hecarim auch verkaufen, weil wir auf den Reroll-Build ja gehen und genau, wir geben das Deathblade jetzt der Kalista und den Bogen eigentlich auch noch, weil die auch noch einen Runan später haben will und packen jetzt hier, glaube ich. Ja, wir kommen noch nicht auf Schlitzohr. Wir müssen Level 5 sein, um Abscheulichkeit und Schlitzohr reinzupacken, aber das wird dann extrem witzig, weil wir uns die ganze Zeit dann wiederbeleben. Genau, Sion kriegt wieder seine Items. Und genau, wir starten jetzt hier erstmal mit einer Loose Streak. Was aber mega cool ist, weil wir können dann in Karussells super Items picken und kriegen auch Gold von der Loose Streak. Also das passt eigentlich wunderbar. Da ist schon GA. Das müsste ein Infinity Edge sein, ja. An die 9. Items muss man sich definitiv erstmal gewöhnen. Wir haben jetzt hier Cannon Level 2, packen den auch rein. Ja, ich weiß nicht, was ich da versucht habe. Ich habe versucht, drei Schlitzohr-Items reinzumachen, anstatt dem Sion und habe das auch, glaube ich, dann mal getestet. Genau, Schlitzohr, die Mechanik können wir jetzt sehen. Es ist nicht wie bei Sion, dass ihr am Ende einen Sion bekommt, der Leben und Angriffskraft und Items von euren Einheiten habt, sondern es kommt jede Einheit einmal zurück. Das heißt, alle Schlitzohr-Items, bei mir jetzt hier Poppy, ist jetzt das zweite Mal gestorben, aber wenn er jetzt der Klett stirbt, da stirbt der Klett und der kommt wieder. Und jetzt stirbt der Cannon und der kommt wieder. Was ihr wissen müsst, sie kommen natürlich nur einmal wieder, sonst wäre es ja ein unendliches Wiederbeleben von Einheiten. Und sie kommen mit einem Stern weniger wieder. Das heißt, ein Level 1 Skelett kommt natürlich als Level 1 wieder, Level 0 gibt es ja nicht, aber ein Level 2 Cannon kommt auch als Level 1 wieder und ein Level 3 Cannon, das sehen wir später, kommt dann als Level 2 wieder. Genau. Ja, wir haben jetzt hier schon 6 Kalistas, deswegen war es klar, dass wir jetzt auf diesen Build hier gehen, weil wir eigentlich Kalista, Brand, Poppy, Klett, Cannon, wir wollen alles Level 3 haben, das heißt, wir wollen auf gar keinen Fall leveln. Und wir wollen Hyperrollen. Wir wollen erstmal 50 Gold haben und dann wollen wir Hyperrollen bzw. Slow Rollen, um dann. Die brauchen wir nicht. Gibt es später mal ein Gameplay zu.
Ja, das ist gut. Megatron Cloak kommt dann. Pantheon brauchen wir auch nicht. Wird dann direkt zu den Runans. Und genau. Da haben wir einen weiteren Klett. Six brauchen wir auch. Ich muss mal drauf achten. Ich glaube, ich habe auch eine Lulu gepasst im Laufe des Games. Ist mir aber nicht aufgefallen, weil ich die ganzen Bilder noch nicht so gut kenne. Ja, was ganz cool ist, es gibt ein paar Trades, die immer wieder dabei sind. Ritter sind wieder dabei mit Rüstung. Das ist neue Vanguard quasi. Dann Mythic gibt's wieder und das sind auch die gleichen Trades, wie ihr sie auch kennt. Das heißt, da hat sich nicht viel geändert. Riot hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir können nicht alles ändern, dann kommt gar keiner mehr klar. Und deswegen haben sie zumindest ein bisschen was so gelassen. Und ja, da sind wir auch ein bisschen froh drüber, weil im Endeffekt kann sich ja nicht alles ändern. Hier sehen wir auf jeden Fall mal Gragas, richtig cool. Den werde ich auf jeden Fall auch mal spielen. Der trinkt, kriegt Leben und macht dann einen Big Hit. Das heißt, ich glaube, der tötet uns jetzt hier sogar noch. Und boom. Na, das ist gut. Unsere Lost Streak geht weiter. Mehr Gold für uns. Genau, hier können wir wieder Items wählen. Diesmal nur Normal Items. Ich glaube, ich entscheide mich für die Träne und baue den Brandon Blue Buff. Weitere Kalista, ein weiterer Six, ein weiterer Cannon. Also wir kriegen unsere Einheiten richtig gut. Wir setzen jetzt hier einen Brand mit Blue Buff wieder rein und haben jetzt quasi Schlitzohr und Abscheulichkeit. Das heißt, wir kriegen einen Zeon und unsere Einheiten, unsere Fire Units kommen wieder. Das ist mega cool. Kalista hat sich ein bisschen geändert. Ist jetzt nicht mehr so, dass sie attackt und Units dann one-shottet mit ihrer Passive, sondern es ist so, dass sie so einen Speer abschießt, müsst ihr gleich mal gucken, der dann, ich glaube, die Unit und die dahinter, also die Unit, die sie attackt und die dahinter trifft. Wir können es jetzt gleich mal uns angucken. Sie braucht relativ viel Mana. Ich glaube, sie schießt ihren Speer gar nicht ab. Auch jetzt hier, zack. Okay, macht schon gut Damage. 3K Damage. Genau, und ab dem Zeitpunkt gehen wir eigentlich zum Slow Roll über. Das heißt, wir rollen immer jede Runde, bis wir 50 Gold haben, damit wir keine Econ verlieren. Und genau. Kriegen jetzt hier auch die Units auf Level 2. Ah, genau. Was auch noch neu ist, ist Units, die ihr auf eurem. Boah, da kriegen wir so viele Units, haben wir mega lucky. Dass ihr Units, die ihr auf eurer Bank oder auf eurem Spielfeld habt, dass die so leicht glimmen. Also die haben so eine Animation, dass man sieht, damit man die Units nicht so schnell verpasst. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. So kann man schneller rollen und dass da auch besser drauf achten, welche Units man dann haben möchte. Oh, Thresh hookt uns. Thresh haben sie auch verändert. Thresh gibt keine Lantern mehr, sondern macht jetzt einen Hook. Oh, Zeon ist da. Okay, der Hegrim hat mega Self-Heal. Krass. Okay, aber Zeon mit einem Deathblade ist schon stark. Okay. Ich glaube, da sind Shadow-Items dabei. Da seht ihr immer. Die Items mit dem grünen Rand und diesem kleinen grünen Punkt in der Ecke, das sind Shadow-Items. Ich weiß gar nicht, was wollten wir hier eigentlich? Wir haben, glaube ich, den Gürtel mitgenommen und können uns eine Warmox bauen. Ich glaube, wir bauen uns eine super tanky Poppy. Ryze kann man auch in die Kombi einbauen, machen wir glaube ich im Late Game noch, aber erstmal wollen wir unsere Level 1 Units und Level 2 Units, 1 Cost und 2 Cost Units leveln. Hier seht ihr das Glimmen, dass man keine Unit mehr verpasst, hier auch Cannon und Six. Okay, das war schon.
Man hat wieder keinen Platz auf seiner Bank. Ja, ich glaube, ich verkaufe den Klett. Ja, eigentlich nicht gut hier. Ich hätte lieber erstmal den Klett behalten, weil es eine One-Cost-Unit ist. Und wir. Oh, ist das strong, ey, wenn die Units immer weiter wiederkommen und dann auch noch ein Zion da ist. Crazy. Das wird richtig witzig. Ich bin so gehypt, was Z5 angeht. Es gibt keine Chosen Mechanic mehr. Das heißt, Three-Starring, die Champions wird schwieriger. Hier haben wir aber jetzt Three-Star Kalista und ein Brand. Das heißt, wir haben ein bisschen Platz auf unserer Bank. Ich sollte aufhören zu rollen, wenn ich nur noch 52 Gold habe, sonst falle ich wieder unter 50 und es ist Gold gewastet. Genau, wir haben jetzt Kalista Level 3 und alles andere Level 2 sollten jetzt erstmal. Ja, okay, dann der macht 1100 zusätzlichen Schaden zu dem prozentualen Angriffsschaden. Also es ist schon sehr, sehr strong, besonders wenn Deathblade dann hochgestackt ist. Genau. Was ist unsere Final Comp hier? Also wir wollen definitiv den 5er Buff von Hellion, also Schlitzohr. Und wir wollen den 3er Buff von Abscheulichkeit, also ein 3er Buff für einen Zion. Und ich glaube dann noch Mythic. Ich bin mir noch nicht sicher. Sehen wir dann nachher noch. Genau. Ja, wir wollen jetzt hier unsere anderen One-Star-Units auch, One-Cost-Units auch auf Level 3 bringen. Ich scoute jetzt hier ein bisschen, gucken, ob noch wer für die Comp geht. Genau. Ist aber nicht so. Genau, wir nehmen einfach alles mit. Poppy, Ziggs, Cannon, Klett. Gucken, was wir hier so kriegen. Bin mir gar nicht sicher, ob es noch Nikos gibt. Ich glaube, es gibt gar keine Nikos mehr. Okay, wir rollen jetzt hier weiter. Klett. Six. Poppy, Klett. Können den Cannon nicht mitnehmen. Das ist jetzt der Punkt. Das ist so bitter. Wir müssten eigentlich den Cannon natürlich mitnehmen. Wir sind kurz vor 3 Sterne, aber im Endeffekt, ja, wir wollen es noch nicht aufgeben, die One-Star-Units. Wir geben jetzt der Poppy noch einen Sunfire Cloak, weil die eh schon die Warmogs hat und richtig tanky ist, kann sie vorne auch noch ein paar Leute verbrennen. Okay, wer hat uns da rumgeworfen? Da kommen die ganzen Hellion-Units wieder. Und Zion ist stark. Okay, wir nehmen den Ken, glaube ich, jetzt hier nicht mit. Wir brauchen die One-Cost-Units. Ärgerlich, aber genau. Genau, hier seht ihr jetzt eine Item-Auswahl mit Shadow-Items und normalen Items. Ich glaube, wir entscheiden uns für das Shadow-Sword, weil wir gedacht haben, wir müssen ja den Cannon verkaufen, um den Klett zu kriegen. Wir brauchen Platz auf unserer Bank. Wir können aber auch nicht leveln. Das ist ein bisschen bitter. Da haben wir eine Lulu, aber können wir nicht mitnehmen. Cannon können wir auch nicht mitnehmen. Richtig übel. Aber kommt später wieder. Genau, Klett Level 3, noch eine Poppy. Mega gut. Ich finde wirklich auch die Units richtig gut designt. Zum Beispiel Klett sitzt auf so einem Mount. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Units. Cavalier heißt das. Heißt der Trait. Also sowas wie Kavallerie, die auf ihren Pferden oder Dinosauriern oder sonst was sitzen. Kalista one-shottet schon Assassins. Assassins sind natürlich auch wieder dabei. Also wenn ihr Assassins liebt, Diana als Vorkost ist back und genau. Das werden wir mit Sicherheit auch als Gameplay mal machen. Ich möchte aber nicht zu viel jetzt hier ins erste Gameplay reinpacken, weil im Endeffekt kann man das alles. Hat mich eine Woche gekostet, die Trades halbwegs auf die Kette zu kriegen und ja, will euch damit nicht überfluten. Da ist wieder eine Lulu, können wir nicht mitnehmen.
Okay, wir warten noch. Fast Poppy 3, einer Physics 3. Abgeguckt, ob der einen Brand hat. Hat er aber nicht, weil der schon 3 Abscheulichkeit hat. Klett macht, glaube ich, ein Riesenschild. Er hat ein Riesenschild. Und dann geht er von seinem Mount runter und kämpft quasi noch als Unit weiter. Ich glaube, die Runde verlieren wir relativ deutlich. Ja. There goes our win streak. Jetzt müssen wir unsere Units mal 3-Star. Wichtig. Oh, da gibt es einen Teemo. Ein Teemo mit einer Tia. Teemo ist auch noch so ein Trade, muss ich euch auch noch erzählen. Richtig witzig, ihr kauft ihn mit Leben anstatt Gold. Das heißt, der kostet 6 Leben. Oder 5 Leben. 5 Leben und ihr könnt ihn für 6 Gold wieder verkaufen. Oder andersrum, ich bin mir nicht 100% sicher. Das heißt, ihr habt 63 Leben, kauft Teemo, habt dann nur noch 58, könnt ihn dann aber nur noch für Gold wieder verkaufen, nicht mehr für Leben. Das heißt, wenn ihr Gold braucht und 4 Leben habt, könnt ihr Teemo kaufen. Oder wenn ihr ihn natürlich braucht, ist auf jeden Fall auch richtig cool. Okay, wir haben jetzt hier einen Large Rod mitgenommen, haben 6 Level 3. Cannon, Poppy Level 3. Ich könnte jetzt hier eigentlich leveln und 6 reinmachen. Muss ich machen. Leveln. Ich versuche den 6, den Cannon noch auf Level 3 zu kriegen. Aber hat nicht geklappt. Wir geben jetzt hier unserem Brand noch ein Item. Im Nachhinein betrachtet hätte ich es vielleicht lieber Cannon gegeben, weil wir Brand nicht auf 3 Sterne kriegen, aber das konnten wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht ahnen. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, Brand wäre eine One-Cost-Unit, ist aber eine Two-Cost-Unit und deswegen war ich ein bisschen confused und habe den dann nachher auch verkauft, obwohl ich ihn hätte noch auf 3 Sterne kriegen können, aber naja, es geht ja gerade erst los. Da werden viele Fehler erstmal passieren. Gibt es auch wieder. Guardian. Okay. Taric ist das. Es gibt auf jeden Fall krasse Support-Units. Jetzt Taric. Krasse Heals und alles. Und ja. Der ganze Set steht so ein bisschen im Motto dunkel, hell gegen dunkel, also Licht gegen Schatten. Und ja, finde ich ziemlich cool designt auf jeden Fall. Barriss ist diesmal eine Light Unit. Aatrox auch. War ja Infernal im Set 3, glaube ich. Sion goes wild. Okay, gucken wir mal, ob wir Cannon auf 3-Star noch kriegen. Da ist Varus, Thresh, Lee. Da ist Aatrox als Light. Okay. Kein Cannon. 3-Star. Spatula, interessant. Interessant ist auch Force of Nature. Force of Nature macht, wenn ihr eine Dark Force of Nature habt, also eine Spatula als Dark Spatula, dann könnt ihr 2 Units aufs Feld machen, kriegt aber doppelt so viel Schaden. Das heißt, wenn ihr eigentlich, ihr könnt 2 Units statt einer noch mehr aufs Feld machen, aber ihr kriegt, wenn ihr Loose mit 5 Leben oder so habt, dann kriegt ihr 10 Schaden. Aber ja, es müsste auf jeden Fall worth sein, weil im Endeffekt,
Kriegt ihr zwar mehr Schaden, aber zwei Units mehr auf dem Board. Normalerweise sollten die Trades dann schon so gut sein, dass das eigentlich passt. Oh, die Wayne ist strong. Da kommt zwar unser 6 nochmal wieder als Two-Star, aber reicht nicht gegen die Attack Speed Wayne. Attack Speed Wayne ist auch so witzig. Ah, da ist Cannon Level 3. Jetzt können wir dann auf Level 7 gehen und hoffen, dass wir unsere Lulu finden, weil wir den 5er Buff von Schlitzohr Schrägstrich Hellion wollen. Ja, die Rundenzeiten sind schon deutlich kürzer. Man muss sich ein bisschen beeilen auf jeden Fall. Besonders beim Picken am Karussell macht das, glaube ich, den größten Unterschied, wenn ihr da statt 6 Sekunden zum Picken nur 4 habt. Oder statt 8, 6, glaube ich. Statt 8, 6. Macht schon einen großen Unterschied. Also man kann nicht mehr so lange rumlaufen und überlegen, was man jetzt pickt. Ein bisschen mehr Dynamik ist da jetzt drin. Blümchen. Es gibt so viel CC in diesem Set. QSS wird so wertvoll, besonders das Upgraded QSS, was euch den ganzen Fight über. Ich glaube, ich habe jetzt einen Nautilus gekauft, um den Ritter-Buff zu kriegen. Für Poppy, damit Poppy ein bisschen tankiger ist, quasi sowas wie Vanguard. Vergessen. Vergessen, Spatula. Boah, der ist, glaube ich, richtig strong, der Typ. Kommen meine ganzen Units wieder. Aber der ist way too strong. Wir können wenigstens noch ein paar Units. Okay. Das sind, glaube ich, alles Normal Items. Rise mit einer Warmox, GA. Boah, die Items, ey. Frozen Heart. Blue Buff erkennt man noch ganz gut. Shroud erkennt man auch ganz gut. Ich habe mal den Shroud mitgenommen, weil ich mir nicht sicher war, ob das ein Upgraded Item ist oder nicht. Sonst hätte ich immer noch die eine Unit rüberstellen können. Aber es ist keine Upgraded Item. Das ist einfach nur Shroud. Wir gucken jetzt hier, dass wir eine Lulu finden. Lulu, wo bist du? Da bist du. Und tauschen sie gegen ihn aus und haben jetzt 5 Schlitzohr-Hellion. Das heißt, sie kommen mit mehr Attack Speed wieder. Okay, wir warten hier mit dem Shroud noch und gucken, auf welche Seite wir es setzen. Weil es jetzt ein Normal Shroud ist. Genau, wir shrouden hier alles, geben das dem Brand. Wenn es das upgradete Shroud gewesen wäre, es gibt dann nicht 35% Zauber, Mana, Cost Reduce, langsamere Mana-Regeneration, sondern 50. Das ist so OP, aber es geht auch auf euer eigenes Team in der gleichen Linie. Ihr müsst quasi immer das. Denjenigen, den ihr, der das Item hat, müsst ihr auf die komplett andere Seite packen und euer ganzes Team auf dann eben die entgegengesetzte Seite, damit ihr nicht selber geschroutet werdet. Das wird ein bisschen tricky im Late Game, wenn ihr alles umstellen müsst und euer ganzes Team auf die andere Seite bringen müsst. Das dauert schon mal ein bisschen. Hier oben seht ihr ja schon auf der Bank, habt ihr gerade die Eier gesehen von demjenigen, genau, Draconic. Das ist das neue Fortune quasi. Und die Eier können ausgebrütet werden und dann geben sie Champions, Items und so weiter und so fort. Auch sehr, sehr cool. Okay, der hat schon Volibear Level 2 gehabt mit Items. 5 Cost Unit, Volibear. Aber hier sieht man mal, wie strong es ist. Diese roten Schüsse da gerade, die Feuerschüsse, die waren von Heimerdinger. Heimerdinger auch sehr strong. Auch auf jeden Fall mal spielen. Genau.
Und die Random Mobs sind richtig cool. Das ist so ein Schattendrache. Knochendrache, richtig geil. Was haben wir hier für ein Item? Ich glaube, Archangel Staff. Das ist ein ganz neues Item. Ist reingenommen worden für Ludens. Ludens Echo gibt es nicht mehr. Also auch kein Ludens Proc mehr. Keine lustigen Ludens Kombinationen, sondern jetzt Archangel Staff. Aus Träne und Large Rod gebaut. Und das ist. Ihr bekommt für jede Ulti, die ihr macht, bekommt ihr mehr Ability Power. Ich glaube, also irgendeinem Ability Power Champ. Ich hätte es vielleicht dem Cannon geben können, aber ich packe jetzt hier Viego rein. Mal. Und geben auch noch eine Forgotten Spat. Ich gebe es, glaube ich, der Kalista. Ja, jetzt haben wir nämlich. Einen Forgotten hätten wir noch reinpacken müssen. Das ist auch so strong. Forgotten Units können andere übernehmen, wenn sie töten. Also du machst quasi eine Copy von dem Champion. Nee, du übernimmst ihn sogar, glaube ich. Ja, du übernimmst den Champion von dem anderen und das ist so strong. Du klaust quasi einfach einen Champion, wenn du ihn tötest. Wenn du drei Forgotten hast, ist auch sehr, sehr strong. Okay, der ist auf jeden Fall sehr stark. Und wir haben auch, glaube ich, nicht mehr so viele übrig. Ich glaube, wir sind nur noch zu zweit. Ich kann jetzt hier nur noch versuchen, irgendwie. Rise mache ich rein. Jetzt haben wir nämlich noch Dreier Abscheulichkeit. Und versuchen noch Lulu auf Level 2 zu kriegen. Okay, ich habe einen Rise verpasst. Dumm von mir. Zum Glück ist er nochmal gekommen. Okay, Lulu Level 2. Und Rise Level 2. Okay, wir haben eigentlich alles getan, was wir konnten jetzt hier, aber ich glaube, er ist sehr viel zu stark. Aber ja, ist ja auch egal am Anfang. Es ist PBE, es ist kein Ranked und wir sind jetzt hier schon unter die Top 4 gekommen. Das war eigentlich so unser Ziel und die Comps so ein bisschen auszuprobieren. Hyrule, Kalista Brand, beziehungsweise Hellion. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Wir haben hier, glaube ich, sogar noch fast gewonnen. Der Six ist echt strong. Okay, wir haben nicht fast gewonnen. Okay. Der war dann doch ein bisschen zu stark. Genau, wir haben zwei Zaubermeister, zwei Mythic und ja, Bote des Morgens. Ja, muss ich auch mal ausprobieren. Teemo 2, Heimerdinger 2. Ja, okay, das ist dann natürlich. Ich versuche zwar hier noch die 5-Cost-Units zu shrouden, aber ja. Das ist dann doch ein bisschen zu krass. Ihr müsst ja auch sehen, dass die Hyper-Roll-Comps im absoluten Late-Game nicht mehr so stark sind, sondern eigentlich nur im Early- und Mid-Game sehr, sehr strong sind und man da meistens nicht Erster mit wird, sondern Zweiter oder Dritter. Aber dafür war es echt schon okay. Und ich finde die Mechanics von Abscheulichkeit mit dem Zeon und mit Schlitzohr Hellion mega cool. Und man bekommt immer weiter neue Leute. Das ist so witzig. Und ja, finde ich mega cool. Ja, hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst auch wieder öfters zu Set 5 Gameplays. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen coolen Start in Set 5. Und hoffentlich hat euch das Video gefallen. Lasst ein Like da und bis bald. Ciao.